Willkommen zurück zu Witcher. Wir stehen immer noch auf den lustigen Feldern des Elends. Ah ne, halt, das sind gar nicht die Felder des Elends. Das sind die lustigen Felder des Irgendwas und wir wollen irgendwelche lustigen Wasserzombies umhauen. Das Problem ist, es ist, glaube ich, immer noch viel zu früh am Tag. Ist mir immer noch so aufgefallen. Das heißt, ich renne jetzt nochmal kurz hier zum Schmied, sondern nicht zum Schmied, sondern zu Alina. Rede mit der nochmal eine Runde, erkläre nochmal die Situation. Dann gehe ich nochmal zu Alvin. Ich hoffe, der ist noch bei Alina in der Hütte. Und dann mache ich mich langsam mal auf zum Ufer, hau die restlichen komischen Wasserzombies um. Also, ertrunken heißen sie, glaube ich. Oh, Alina, sie ist da, ne? Richtig. Warum sucht ihr mich? Also, ich suche nach Alvin. Ich habe Julian zu mir gesagt, aber ich gräme euch nicht. Sie verzerrt sich nach oben, sondern Julian schien sich wenig in ihr. Genau das da. Ich habe Julian und Selina zusammen gesehen. Aber grämt euch nicht. Selina verzehrte sich nach Aufmerksamkeit. Julian schien jedoch wenig Interesse zu haben. Selina kann unerträglich sein, aber sie ändert sich gewiss, wenn sie heiratet. Und Julian liebt mich. Daran kann nichts etwas ändern. Ich wollte nur wissen, ob Julian wohl auf ist. Aber er soll nicht denken, ich würde mir Sorgen machen. Hab Dank, Hexer. Toll. Frauen. Ja, gut, so wusste er das, Alvin. Warum sucht ihr mich? Ah, Alvin. Ich suche nach Alvin. Wenn er nicht im Dorf ist, seht in den nahegelegenen romantischen Ruinen nach. Danke. Die auf den Feldern? In der Nacht? Alter. Ich hoffe, der Junge kann ein bisschen echte Magie. So, was stand da gerade? Ich soll mir eine andere Aufgabe suchen, während hier die Hochzeitsvorbereitungen noch gehen. Die Hitze des Tages, eben mit anderen Büffeln. Alter, macht sich keine. Ja, okay, gut. Also, es geht wahrscheinlich voran, sobald ich da mal wieder das nächste Mal im Gasthaus einrücke. Gut, mache ich jetzt aber erstmal nicht. Hat Adam mal was zu sagen? Ja. Wie kommst du mit deinem Gedicht voran? Wie kommt ihr mit eurem Gedicht voran? Deine Hände zart und schlank und dein Körper lang und rank. Ich wollte das nicht hören. Bis nächtens um 3:30 verzehr ich mich nach dir. Genug. Verschont mich. Ja? Ja. Tschüss. Auf bald. Hoffentlich nicht. Na gut, dann hoffen wir, dass Alvin hier noch irgendwo im Dorf rumrennt. Er hämmert hier auch noch seine komische Klinge rum. Ich ahne aber leider, dass Alvin mehr oder weniger hundertprozentig sicher in dieser dummen Ruine rumsteht, oder? Aha. Aber klar. Jetzt muss ich hier noch retten. Oh, hab ich einen Bock? Aber ich kann hier vorher noch das Gerberrohr plündern. 9 Stück sind da drinne! Da geht mir ein bisschen die Stimme hoch. Das Ganze nach vorne kann ich nicht plündern, ne? Naja, gut. Die kargen Landschaften. So, wo ist denn jetzt eigentlich genau die Super? War das... Das ist zur Brücke? Ja, war hier die Straße runter. Alles klar, dann hoffe ich mal jetzt endlich wirklich, dass es jetzt endlich spät genug ist für die Quest. Weil einmal... Wie spät haben wir es denn eigentlich überhaupt? 19:30, das sollte doch eigentlich reichen, oder? Oder? So genug sollte es sein. Doch, das... Denk mal, das reicht. Ich höre hier gerade schon dieses... Das lustige, allseits beliebte Wolf... Wolf und du... Geräusch. Gefolgt von diesem. Ich kann es gar nicht nachmachen. Was irgendwie die Dämmerung ankündigen soll. Das gab es schon im WC3. Ich erinnere mich noch dunkel. Das WC3 habe ich gestern erst wieder gespielt auf einer LAN. Ich war gestern auf einer LAN. Das ist. Also. Moment, wann kommt die Folge jetzt eigentlich? Ich mache jetzt jeden Tag eine Folge. Ich nehme gerade so weit im Voraus auf, dass es hier wahrscheinlich schon Ewigkeiten Spieler kommt. Ich war auf einen Freitag mal auf einer LAN, ganz kurz vor 5 oder 6 Stunden. Oh. Riesentausendfüßer. Komm her! Ich brauch mein Silberschwert dafür. Riesentausendfüßer sind ja cool. Kommt er wieder hoch? Ah, da ist er. Brenne! Brenne nochmal! Kann ich hier jetzt einfach so hauen? Oh, der setzt was aus, der Riesentausendfüßer. Oh, der kann ausweichen, wenn er vergraben ist. Das ist ja dämlich. Riesentausendfüßer. Toll! Stirb! Ich meine, der macht doch keinen Schaden, aber... Ist der tot? Nee. Ah, es geht nicht so richtig voran mit dem Schwert hier, ganz ehrlich. Ah, ich darf mit meinem Hut nicht. Ich habe gerade echt Dorn gemacht, dass ich ein... Oh, der ist bei. Toxin, Giftdrüsen, Luftröhren. Ja, die haben auch Luftröhren, das ist ja schön. Und Chitin-Exoskelette. Da kenne ich doch jemanden, der die Dinger braucht, so wie die auch sei. Das war eigentlich auch ja nicht mein Ziel. Was wollte ich gerade sagen? Ich hatte gerade... Ach ja, genau, Alarmparty. Haben bei WC3 gespielt, war wunderprächtig. Gut, wir haben die meiste Zeit Call of Duty Modern Warfare 1 gespielt, aber das ist eine andere. Was ist denn das hier für eine lustige Unterwasserhöhle? Kann ich irgendwie reinschwimmen? Vielleicht ist ja noch eine. Buddelt da um was drinne? Da muss ich jetzt ernsthaft warten, bis es hier irgendwie mal halbwegs Nacht wird? Also, wir haben scheinbar wirklich Sommer, weil 20 Uhr ist offensichtlich nicht spät genug. Ich habe jetzt sowieso nur lauter Missionen, die nur noch in der Nacht gehen, außer das Brot kaufen. Ich
Gucken wir mal, ob hier noch unsere Riesentaubenfüße auftaucht. Wenn hier einer war, da gibt es sicherlich noch mehr. Und ich brauche drei Stück für den Elfentypen. Was ist das da vorne? Ich finde lustig. Oh, hab ich gerade was gehört? Was sind das? Die kleine Kapelle einer Gottheit. Wer hält hier Andacht? Gnome! Wichtel! Das ist ja witzig. Schrein des Kriegs. Erhalten 4 Blitzes Teeblatt. Ha! 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 Witzig! Gnome! Säufergnome vor allen Dingen noch! Ich habe 4 Blitzes Teeblatt. Ein kleines Knochenkleeblatt mit 4 Blättern. Ein Glücksbringer. Prächtig. Cool. Die finde ich jetzt sehr lustig, die Gnome. So, die Brücke hier sieht irgendwie so aus wie Fallenweg zur Reparatur. Sag mal, ich weiß ja nicht viel vom Brückenbau, aber erstmal, warum gibt es die Brücke hier? Gibt es hier vielleicht Flutzeiten? Ach ne, ja, gut, es ist gerade Sommer wahrscheinlich, ne? Ich meine, dass man Brücken mit so einem Holzgestell baut. Und dass man erst danach, wenn der Zement ordentlich getrocknet ist, dass man erst danach den Mist zusammenbaut. Das sind noch mehr Leichen hier. Sag mal, vermisst die ganzen Leute hier keiner? Runde Erde, Nilfgaarder Durchbums, Schleifstein. Der hat da eigentlich ganz gute Ausrüstung bei. Also jetzt außer ein, das Einzige, was hier halt irgendwie fehlt, ist eine richtige Waffe, aber prinzipiell hat er ja was dabei gehabt. So, kommen jetzt hier noch mehrere Riesentausendfüßer, oder muss ich jetzt hier... Ah, noch einer. Dann warte ich mal kurz ab, bis der andere sich auch an mir rangegraben hat. Bevor, na, die kommen nicht näher, oder? Kann das sein, dass die ein bisschen immobil sind, die? Ach, die sind immobil. Oh, es sind hier 3 Stück. Alter Schwede. Jetzt aber. Warte mal, ja, kurz. Ja, Freunde, sehr gut. Hier steht klasse. Ja, kann ich das vielleicht sogar Gruppenstil? Aua. Zweimal, warte mal, ich steck gerade ein. Aua, da komme ich aber nochmal zu was. Moment. Wir trinken mal ein Tafelwasser. Aua, das ist ein Viecher. Jetzt aber mal doch, also das ist. Ich habe mich da ein bisschen in den Tausendfüßer getäuscht. Ich glaube, ich trinke mal eine Schwalbe. Aua. Kann nicht so verkehrt sein, sag ich mal. Das sollte zumindest schon mal 2 Stück gekillt haben, oder? Alter, aus was für einer Entfernung können die das dann machen? Wie lange hält denn das? Schmerz. Aua. Ich muss irgendwie doch mal... Aua. Das könnte zum ersten Mal sein, dass ich hier sterbe, ne? Geralt, hol die Waffe raus. Ist hier noch nicht vorbei. Jetzt ist es vorbei. Schön. Okay, gut. Ich habe auf jeden Fall meine 1000 Füße, die ich mir gewünscht habe. Was die nicht alles bei haben. So, jetzt muss ich auf jeden Fall genug Exoskeletter haben, oder? Na bitte, der Elfenhandwerker. Ah, da hinten sind die... Ach, das, die Ruinen, meinte Dingsbums hier, wie auch immer sie... Guck mal, da hinten ist ein Geist. Ich speichere mal ab, nicht, dass der Geist sich auf einmal als da ganz dolle stark hinausstellt und dann kriege ich hier gleich wieder böse auf den Sack. Ist der Fall? Ah, nee, Zocker... Zockergespenst? Redet der mit mir? Oh, kann ich mit ihm reden? Geralt von Riva persönlich. Ihr seid berühmt in der Gespensterwelt. Alwin, geh da weg. Herbeigerufene Gespenster können sehr gefährlich sein. Ich wollte nur die Macht anwenden, wie Triss. Normalerweise bin ich freundlich, aber in letzter Zeit etwas einsam. Ich möchte, dass Alwin mir beim Würfeln Gesellschaft leistet. Er ist ein kluger Junge. Lasst ihn in Ruhe. Also eine klassische Lösung. Wir spielen um ihn. Der Verlierer überlässt dem anderen den Jungen. Ich bin nicht interessiert, verschwindet. Ja, ich möchte ja wirklich nicht mit dem Würfel ankommen lassen, weil ich bin unfassbar schlecht im Würfeln. Das ist eine nicht doofe Idee. Nicht nein. Ich bin nicht interessiert. Verschwindet. Das war ein Fehler. Ja. Können Geister vor. Okay. Eigentlich schummel ich total mit meinem Feuerzeugchen, ne? Oh Mann, warum kann. Komm, können denn jetzt auf einmal alle Schmerz? Okay, nächstes Skillpunkt gegen Schmerzresistenz. Nicht eine tolle Feuerresistenz. Na gut. Der arme Zocker. Ihr habt nicht gerettet. Ich hatte solche Angst. Alles wird gut. Ich weiß. Was hat dich zu diesen Ruinen gelockt? Der Einsiedler hat was von Magie gesagt. Triss hat gesagt, eines Tages lerne ich, wie man Zauber wirkt. Ich mag Magie. Aha. Glück ist nie von Dauer. Ich hatte kein Recht, Alwin so in Gefahr zu bringen.
Die Salamandra wissen nicht, was Gnade ist. Sie machen vor nichts Halt. Ich bin nicht zum Vater geschaffen. Aha. Ich bin ein Hexer. Manchmal bedauere ich das. Ich vermisse die beiden. Ich vermisse sie. Hä? Das Ding hat spitze Ohren, fällt mir gerade so auf. Also zumindest in dem Bild gerade. So, darf ich jetzt Alvin bitte das Turm am Lett geben? Ja, darf ich. Ich habe ein Geschenk für dich. Gefällt dir diese Demeritum-Kette? Halsketten sind was für Mädchen. Verdammt. Die hier vertreibt deine Albträume. Ich trage auch eine. Ein Amulett wie eures. Möchtest du bei Alina und Julian leben? Ich träume von Alina. Ich sehe sie auf den Feldern. Sie tanzt suchend im Sonnenschein. Sie sagt, ich soll dir suchen helfen. Aber ich weiß, dass wir nichts finden. Wenn ich aufwache, kriege ich keine Luft und fühle mich schlecht. Das sind nur Albträume, Alvin. Möchtet ihr denn wirklich bei gewöhnlichen Leuten leben? Hexer sind doch dafür da, um solche Leute zu beschützen. Einfache, schutzlose, gewöhnliche. Legt die Halskette an. Dolne, schaut mir in die Augen und erblickt euren Tod. Ich muss mir das nicht anhören. Ihr seid nicht einmal ein Mensch. Alvin. Begreift ihr jetzt die Notwendigkeit dieses Tuns? Ganz gleich, wie hoch der Preis ist? Geralt, öffnet euren Geist. Aha. Und jetzt? Alvin ist unsicher. Ich kenne jetzt andere Dinge. Aha. Interessant. Okay. Interessant. Dieser Leichnam ist schon lange hier. Aber etwas hindert die Knochen am Verwesen. Wahrscheinlich das Zocker-Dingsbums. Ey, da hat 210 Gold bei. Für einen Zockergeist, das nicht so unfassbar überraschend war. Na gut, gibt's hier noch was Tolles? Auf den Ruinen, an den Ruinen hier war... Ach nein. Okay, ich renne jetzt einfach weiter. Weil ich höre schon wieder diese dummen Tausendfüßer, aber auf die habe ich jetzt überhaupt keinen Bock mehr. Ich habe ja jetzt genug. Jetzt reicht's ja auch. Na gut, Alvin ist jetzt also in Sicherheit. Interessant. Gut. Da hat es also halt gerade aus älterem Blut gesprochen, oder was? Aber es ist sehr interessant, dass Alvin mich nicht als Mensch betitelt, obwohl eigentlich Hexer ja prinzipiell Menschen sind, oder nicht? Ey, ich muss echt diese Bücher lesen. Das ist... oder welchen Tag haben wir heute? Ich weiß gar nicht, wo mein Kumpel gerade ist. Ich glaube, der wird zu Hause sein. Ich habe nämlich einen Kumpel, der hat zumindest ein paar der Witcher-Bücher. Ich habe ihn auch schon gefragt, ob er mir die Dinger mal geben kann. Das macht er natürlich auch, aber das Problem ist... Er vergisst das andauernd, ich vergesse das andauernd, wir beide vergessen das andauernd und naja, auf jeden Fall, der fährt halt immer gerne am Wochenende, Spieler? Achso, ich bin der Spieler. Der fährt halt am Wochenende öfter mal zu seinen Eltern, wo halt die Bücher liegen. Das kann ich jetzt machen. Das, Problem ist bloß, der fährt halt auch wieder zurück und der kommt, wenn er auf dem Rückweg von seinen Eltern, kommt er bei mir auch in der Stadt vorbei. Könnte mir die Bücher rumbringen, ich vergesse ihm bloß nur das zu Bescheid zu sagen. Deswegen habe ich die dummen Witcher-Bücher immer noch nicht, obwohl ich das vor 4 Wochen schon die Idee hatte, mir die mal auszuleihen. Ich sollte die Gruft durchsuchen. Ja, schön. Die Gruft, ja. Ich weiß, ich glaube, ich ahne, welche Gruft. Nämlich die auf den Feldern. Da muss ich jetzt sowieso gleich noch in die Verderbnis bringen, um zu hauen. Warte mal, ich muss jetzt aber trotzdem noch mal kurz... Der... Wo ist er denn hier? Ich muss mich um die, genau die Ertrunkenen. Der ist doch hier, oder nicht? Wie lange soll ich denn hier noch warten, bis die Ertrunkenen spawnen? Das ist... 21.30 Uhr. Reicht das nicht? Was ist denn das da hinten? Verschlinger. Sind Verschlinger cool? Uah. Was ist das für ein Vieh? Auf jeden Fall brauche ich mehr... Es hat auf jeden Fall dicke Brüste. Ah, es sind Viecher, die man mit schweren Kampf angreifen kann. Hervorragend. Mir fällt gerade ein Riesentausendfüßer wahrscheinlich auch, oder? Die haben auf jeden Fall eine dicke Haken, das haben die bei. Albas Kristall. Ach, verdammt, ich weiß nicht so, Verschlinger, das kann ich nicht richtig häuten. Na gut, das macht es natürlich ein bisschen schwierig, die Quest zu machen, wa? Gut, also muss ich wahrscheinlich nochmal zurück zu Julian, weil der hatte, meiner Meinung nach, hatte der Bücher in der Tasche. Und eventuell hat der auch ein Buch über Verschlinger, oder zumindest irgendwie so halbwegs ein bisschen was, so ein dürftiges Halbwissen. Das reicht mir ja nicht schon aus, ich muss das Vieh nur häuten. Oder der hat gerade durch Zufall nichts gedroppt, das kann natürlich auch sein. Wie Gold habe ich noch? Ah, 2000, ich habe schon... Dafür, dass ich mir vorhin ein Schwert für 3000 geholt habe, war ich schon mal gut Kohle im Winter. Andererseits, ich habe schon durch 800 Gold für irgendwelchen Mist gekriegt, wie ich den Dorfprobstei gegeben, weil ich eine Quest gemacht habe, von der ich nicht mal wusste, dass ich hab. Na gut, dann rennen wir also nochmal kurz zu Julian zurück, dauert ja nicht lange, ja, machen die Quest nochmal schnell und dann, wenn ich renne, sowieso, das ist sowieso falsch, oder? Ort der Macht, ja, schön, das ist hier nochmal ewig weit, ne? Da fehlt mir jetzt das Schnellreiseziehen, das wird zwar so ein bisschen die, das Spiel kaputt machen, so von der spielerischen Seite her, aber... Würde mir jetzt zumindest Zeit sparen. Das ganze Rumrennen nervt so ein bisschen. Also. Zumindest ein Reittier, wenn ich schlecht.
Ich weiß gar nicht, ob man in Witcher 2 schon ein Reittier haben kann, weil zumindest bei der Witcher 3 Vorstellung, also beim, was war denn das, war so ein Death-Video war das. Da habe ich zumindest mal, da habe ich zumindest gesehen, dass wir mit Pferd umhergeritten sind. Was ja schon mal irgendwie halbwegs akzeptabel gut aussah. Also das ist ja immer ein etwas, nicht wahr? Mein verrückter Schwalbetrank noch. Aber andererseits Ausdauerkosten reduzieren von Dings? Da hat sich, na gut. Das Gasthaus hat auch in der Nacht offen. Immer ein etwas. Ach, Julian steht hier draußen, ist ja schön. Rede mal mit mir. Es ist schön, euch zu... Was ist... Alina ging auf den Feldern spazieren und kam nicht wieder. Ich verliere noch den Verstand. Geralt, bitte helft mir. Ja, okay, ich mache mich auf der Suche nach ihr, alles klar. Gut. Ich mache mich auf die Suche nach ihr. Danke. Ja, warte, ich möchte trotzdem mit dir handeln. Junge. Geralt? Handeln? Du hast doch sicherlich ein Buch über irgendwas. Entzauberung einer Striege ist mir relativ egal. Schlaf unter Wassergötter, mir egal. Ach hier, mit den Tagen. Ach so. Da hätte man es wahrscheinlich rauskriegen können, wenn man den besiegen kann. Egal. Das habe ich bereits gelesen. Habe ich schon. Habe ich schon. Älteren Blut habe ich ja auch schon. Schaffen grässlicher Ungeheuer. Ich lese mal das. Vielleicht steht ja was drüber drin. Für 200 Gold. Mir kommt die undankbare Aufgabe zu, eine neue Auflage des ohne den fragmentarischen Folianten Absurds vorzubereiten. Einige Seiten wurden herausgerissen, woran mit Ton zu erschaffen monströser Bestien dargestellt werden. Wer sich an die Kurve, egal, bla bla bla, Malibor, Doppelkreuz, fügt den Bestarium Zutaten des Tagebuchs. Ja, das bringt mir irgendwie gar nichts. Okay, das war auf jeden Fall das falsche Buch. Und herzlichen Glückwunsch aber auch. Kotsch, Teilherz, Totenkopfer, Bestienleber. Okay, das hat mich mal natürlich 0 Meter weitergebracht. Wir müssen jetzt sowieso zu den Feldern. Das ist eigentlich ganz gut, dass wir jetzt gerade nochmal zu Julian gelaufen sind. Das spart auf jeden Fall Spielzeit ohne Ende. Eigentlich könnte man für Witcher auch einen Effizienzguide anlegen, wo man wann wohin laufen muss, um möglichst wenig zu laufen. Das kommt mir eigentlich fast so vor, als wäre es eine gute Idee. Auch für Anfänger. Obwohl, na gut, das würde das Spiel natürlich ein bisschen die Story, die Schwierigkeit rausnehmen, weil wüsste, wo man langrennen muss. Andererseits würde es unfassbar viel Zeit sparen. Ich habe heute erst gehört, man kann es irgendwie schaffen, Witcher in 20 Stunden durchzuspielen. Also wir sind jetzt bei Folge, ich peile mal meinen Daumen, da hinten sitzt jetzt welche. Wir sind jetzt mittlerweile bei Folge 90. Das sind also, 20 durch 90 sind knapp 40 Stunden. Okay, es sind 43 Stunden, aber trotzdem, das ist eine riesenlange Zeit. So, jetzt kommt man hier gleichzeitig bitte her, Freunde. Da muss ich nicht so oft rennen. Ach, da ist der Zephyr. Sehr gut. So. Der hält immer ein... Zephyr hält übrigens doppelt so viel aus wie die normalen Viecher, die schon nach einem Feuer tot waren. Naja. So, hat Zephyr auch die scheiß Halskette dabei. Andererseits, ein Problem. Oh, türkischer Weltmuster. Aha. Ein goldenen Schal. Aha. Und halt das Übliche. Interessant. So, dann kriegt die Najade. Achso, na gut. Die Najade heißt sie so. Ich glaube, sie hieß so. Kriegt denn die Halskette? Na bitte. Das sieht doch ganz gut. Also, ich dachte gerade, der schlecht geladene Baum da vorne ist und was Lustiges. Aber war er nicht. So, dann gibt's denn ja nicht jetzt auf die Felder. War das hier irgendwo? Ne, gibt's nicht. Reste von Ruinen, da war ich schon. Ich muss durchgehen zum Dorf. Hä? Wo sind wir hier? Ist das hier nicht irgendwie. Ist das hier nicht irgendwie schon das Dorf? Ich glaube, das Ding ist falsch benannt, oder? Das müsste Durchgang zu den Feldern heißen. Aber die können da nicht arbeiten, weil da Mitternachtserscheinung kommt. Keiner weiß, warum. Was war das? War es hier schon wieder dieser komische Affe, der die ganze Zeit dabei rennt? Nö. Weil mich hier nicht wieder die Riesentausendfüßer von hinten anfallen, ist eigentlich alles gut. Kann ich viel... Oh, was haben wir da hinten? Sind das Wölfe? Nee, es sind keine Wölfe. Doch, es sind Wölfe. Die sahen gerade so ein bisschen aus der Seitenansicht so ein bisschen anders aus. Und hat ich natürlich fälsch. Was sind das doch für ein. Das sind ganz normale nur 15 Wölfe. Nicht mal Zombie-Wölfe oder was anderes Lustiges an Wolf. Ganz normale, stinkige Wölfe, die aber. Die trotzdem mein Amulett anspringt, wenn man gerade so aufhält. Interessant. Warum denn sowas? Na egal. Ah, ich kann die Zonen nicht wechseln, wenn ich verfolgt werde. Ja, gut, dann hauen wir die halt um und dann ist es auch gut. Und ist das... Nee, halt, warte mal. Gegen Wölfe müsste eigentlich ein normales Schwert besser sein, oder? Weil gerade so ein Wolf ist ja wirklich jetzt. Der Inbegriff der Nicht-Magischkeit. Also bei so einem Wolf kann ich mir wirklich beim besten Willen nicht mehr vorstellen, wo der noch Magie haben soll. Das ist tatsächlich die Straßenfelder. Wie man auch sei, dann hauen wir jetzt wahrscheinlich gleich jede Menge von den anderen Viechern um, die hier rumrennen auf den Feldern. Aber das alles in der nächsten Folge oder auch nicht. Alvin schon wieder. Ich habe geträumt, ich wäre ein Hexer. Ich kämpfte gegen dieses Ungeheuer und hatte gar keine Angst. Nur Narren haben keine Angst.
Die Dörfler sagen, dass Birenga Angst davor hat, einen Riesenfisch zu töten. Ihr nicht. Ich will ein Hexer werden. Glaubst du, das macht Spaß? Na klar, aber einer wie ihr, nicht wie Birenga. Hexer sind unheimlich tapfer, sie werden nie krank. Wir werden nie krank, aber das hat seinen Preis und dann sind da die Schmerzen. Würde es dir gefallen, wenn du schlimme Schmerzen hast? Es stimmt nicht, dass Hexer nie Angst haben, außer gibt es niemanden mehr, der einen Vorstellungen durchführen kann. Muss nicht lieber Ritter werden? Mit Logik argumentieren, dass es niemand mehr machen kann, ist ja auch doof, oder? Will ich mit Schmerzen argumentieren? Eine vollständige Mutation kann keiner, das heißt Gerard ist das, na gut. Das da. Wir werden nie krank, aber das hat seinen Preis. Und dann sind da die Schmerzen. Würde es dir gefallen, wenn du schlimme Schmerzen hättest? Nein. Kann ich kein Hexer werden, ohne dass es weh tut? Nein. Dann bin ich mir nicht mehr so sicher. Haha! Hey Gerald, diese Felder sind ein toller Spielplatz. Hast du die Halskette? Ich trage sie ständig. Gut. Hast du immer noch Albträume? Wenn ich tagsüber ein Nickerchen mache, dann nicht. Aber nachts, da habe ich seltsame Träume. Du musst mir nichts darüber erzählen. Ich träume von Alina. Ich sehe sie auf den Feldern. Sie tanzt suchend im Sonnenschein. Sie sagt, ich soll dir suchen helfen. Aber ich weiß, dass wir nichts finden. Wenn ich aufwache, kriege ich keine Luft und fühle mich schlecht. Das sind nur Albträume, Alvin. Ich erklärte Alvin, dass mein Fehler, um Hexer zu werden. Ja, schön, dass ich das erklärt habe. Gut, den Rest erklären wir in der nächsten Folge, wenn es dann wieder heißt Witcher. Bis dahin wünsche ich noch einen wunderschönen Tag. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Und ich würde mich sehr über Kommentare und Daumen nach oben freuen. Genau.